So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Tiefgarage. Heute haben wir ein bisschen was vor. Und zwar einmal steht da hinten mein wunderschöner T4. Der kriegt neue, alte Räder. Also wer schon lange auf dem Kanal dabei ist, kennt die Räder schon, weil die waren schon mal drauf. Die Videos gibt es aber leider nicht mehr aus bestimmten Gründen. Und die habe ich damals runtergebaut, weil ich eine Felge ziemlich hart penetriert habe und seitdem waren die nicht drauf. Richie hatte sie kurzzeitig mal auf seinem Scirocco drauf. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich die eine Felge reparieren lassen, beziehungsweise schrägstrich repariert mit Hilfe. Und jetzt kommen die wieder drauf. Das sind ziemlich geile Felgen und es wird die Optik vom Bus wieder ein bisschen mehr in Richtung cool bringen. Ja, also legen wir los. So, wir haben hier nämlich wunderschöne BBS CH029, also eigentlich auch die Golf 5 GTI Jubi-Felge. Und ja, ich finde die richtig, richtig geil. Die habe ich vor ein paar Jahren mal für einen richtig schmalen Taler geschossen. Mittlerweile sind die mittlerweile sind die Räder ziemlich viel wert. Und deswegen waren sie mir ursprünglich zu schade, um auf den Bus zu fahren. Es sah zwar übel geil aus, aber dadurch, dass ich halt auch viel Offroad gefahren bin und sowas, war es mir ein bisschen zu schade. Jetzt ist die eine Felge wieder repariert. Die knallen wir jetzt mal drauf und dann wird das wieder gut aussehen. Ja, Slalomgolf geht es halt auch weiter. Ich würde nämlich gerne was ausprobieren, was ziemlich in die Hose gehen könnte. Aber ja, wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht Sachen ausprobieren, die in die Hose gehen könnten. Aber erstmal Räder. Gott sei Dank macht der Bus nicht so viele Geräusche. Ja, guck mal, hier negativer Federweg, Alter. Mega. So, muss reichen. Wunderschön BBS Felge. Apropos Felgen putzen, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich habe was gekauft, wo ich dachte, Alter, voll geil. Aber es ist leider, hat sich das im Endeffekt entpuppt als Reinfall. Ich zeig's euch sofort. Und zwar habe ich diese geile elektrische Bürste gekauft mit verschiedenen Aufsätzen, weil ich halt dachte, so, Alter, damit Felgen putzen wäre halt richtig geil, ne? Gehst halt hier ran und machst sie an und dann machst du halt schön so. Problem ist, damit putzt du gar nichts. Das ist, war ein Fehlkauf. Egal. That's what I'm saying. Oh. 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 Whew. Oh. Geil. Dokumentationsvideo von Wespe. Ja. Boah, sieht das gut aus. Klar, viele von euch finden das jetzt wahrscheinlich nicht so weltbewegend wie ich gerade, aber ich feiere das schon hart. Ja, die Story, wie ich die Felge kaputt gemacht habe, ist eigentlich auch ganz witzig. Und zwar waren wir in Kroatien
It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Also, Bus hat neue Räder und sieht echt geil aus. Jetzt geht's weiter beim Slalomgolf. Und zwar habe ich hier ein wunderschönes Sportlenkrad, welches wir jetzt nochmal kurz abmontieren, weil mir was gefehlt hat. Ich habe meine Schrauben verbummelt. Da habe ich jetzt neue Schrauben. Und der Kunststoffring hier hat noch gefehlt. Problem ist jetzt bei dem Kunststoffring, dass der Kunststoffring jetzt schon in Wagenfarbe ist. Das heißt, ihr erfahrt gleich die Farbe dieses Kfz. Bisschen ungünstig gelaufen, aber egal. Ja? Richard. Ja. Okay. Seid ihr bereit für die Enthüllung der Farbe dieses Autos? Okay. Er wird Petrol. Ja, Überraschung, Überraschung, Überraschung ist vorbei. Das Auto wird Petrol, sowohl im Innenraum als auch von außen. Mit ein bisschen Design dann von außen noch. Und ja, finde ich ziemlich geil. Ich wollte das Auto ursprünglich mintgrün machen, aber als dann der Herr JP Performance sein G3-Projekt revealed hat, also jetzt könnt ihr mal sehen, wie lange ich diesen Golf schon habe, seit der Herr JP Krämer sein G3-Projekt gezeigt hat und das Auto mintgrün werden sollte oder wird, habe ich mir gedacht, das kann ich jetzt schlecht nachmachen. Beziehungsweise hatte ich es eventuell, also ich hatte das schon vor, bevor das Video rauskam, aber dann hätten die Leute wieder gesagt, ja, hier Golf 3, Farbe mint und oh, hast du ja bloß nachgemacht. Deswegen wird er ein bisschen dunkler, wird er Petrol. Wie einer von euch sagt, ich habe jetzt irgendwas nachgemacht. Und was sagst du? Finde ich gut. Ja? Ja. Beißt sich jetzt natürlich ein bisschen mit dem Rot hier oben, aber sieht geil aus. Motorsport. Okay, also das hätten wir jetzt auch fertig. Was wir jetzt machen, könnte ziemlich in die Hose gehen. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Und zwar soll dieses Auto verbreitert werden. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Entweder man holt von der Firma Mücke Carbon die 30 mm verbreiterten GFK-Kotflügel. Oder man investiert ein bisschen Arbeit und probiert seine Kotflügel breit zu schweißen. Ja. Und genau das probieren wir heute mal, beziehungsweise heute und morgen. Denn die Kotflügel, die jetzt hier drauf sind, kommen sowieso runter, weil sie durchgerostet sind. Und entweder dann kommen die von Mücke Carbon drauf oder neue Metallkotflügel, die ich breitschweiße. Ich habe jetzt mal Stahlblech besorgt. Ich probiere das jetzt heute mal aus, wie ich mir denke, dass das funktioniert. Und dann gehe ich am Montag mit dem Kotflügel zu meinem Prüfer, zeige ihm den Kotflügel, dass ich das gerne so machen würde, gesetzt dem Fall, dass es funktioniert. Und dann bespreche ich mit dem, ob man das so machen kann oder nicht. Und ja, das probieren wir jetzt. So, was ich nämlich vorhab, ist, aufgrund dessen, dass der Kotflügel hier komplett vergammelt ist, ist der E-Müll. Und ich werde jetzt mal ausprobieren. Ich werde jetzt einmal hier an der Kante den Kotflügel aufflexen. Dann diesen Bereich hier rausziehen. Und dann hier ein neues Blech einsetzen und versuchen, den Schwung vom Kotflügel so ein bisschen mitzunehmen. Ob das funktioniert,
Weiß ich noch nicht, aber wir probieren's. Weil die Kotflügel kommen eh runter. So, Axel, sag mal, was hältst du von der Idee, dass ich meine Kotflügel breitschweißen will? Ich kriege gerade. Ja, versuch's. So. Wenn's klappt, sieht's gut aus. Und wenn's nicht klappt, macht man's halt anders. Nein. Wenn's klappt, ist die Möglichkeit, dass es gut aussieht, da. Nee, dann sieht's gut aus. Wenn es klappt, dann kommt's. Die Idee ist geil. Und wenn's nicht klappt, dann macht man halt Plan B. Gibt immer einen Plan B. Hier. Darf es schmecken. Danke. Jetzt nehmen wir mal die Rathausschale raus. Und dann können wir hier nämlich einmal schneiden. Das mal rausziehen, eine Pappe anfertigen, als Schablone, Blech schneiden, anpumpen. Mal gucken, was passiert, ne? Flex, Flex, Flagge die Flex. Ich sag Flex, Flex, Flagge die Flex. Flex, 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 Flex. Hi, ich bin Freddy von der Tiefgarage und willkommen bei Jackass. Glaub, wir gehen in die richtige Richtung. Glaub ich. Bloß, dass hier hinten gefällt mir noch nicht so. Mal ein kurzes Update. Ich habe jetzt mal versucht, eine Schablone zu machen. Die passt noch nicht hundertprozentig. Ich werde jetzt gleich mit Malerkrepp hier nochmal lang und das nochmal anzeichnen. Und dann mache ich nochmal eine neue Schablone. Aber vom Grundprinzip her soll das so werden. Und wenn man von vorne guckt, sieht man schon, in welche Richtung das gehen soll. Naja. Es ist schon, könnte klappen. Es könnte tatsächlich irgendwie klappen. Ist auf jeden Fall gut breit. So, ich werde jetzt die Schablone noch ein bisschen verfeinern. Dann werde ich das mal auf Blech aufzeichnen und dann mal gucken, wie wir das rund kriegen, das Blech dann. Und dann punkten wir das mal an. Das wäre für heute noch die Idee. Oder? Ja. Oder musst du heim? Nee. Gut. Also, wir legen los. Oder wir machen weiter. So, hier haben wir ein 6 mm Stahlblech. Quatsch. 6 mm. 0,6 mm Stahlblech. Ganz normales, stinknormales Blech. Und so, also ich habe jetzt mal ein Blech zugeschnitten, definitiv absolut nicht perfekt, aber wie gesagt, das ist jetzt nur mal der Testversuch, ob man das überhaupt irgendwie, ob ich das überhaupt hinkriege, ne, und wie gut das aussieht. Deswegen nehmt mir nicht so übel, dass das jetzt noch nicht so perfekt ist, den endgültigen Entwurf für die, wenn es klappt, für die richtigen Kotflügel, die machen wir dann deutlich ordentlicher. So, da muss das noch weg, damit wir da besser reinkommen. So, aber vom Prinzip her. Sieht das schon mal gar nicht so blöd aus. Da, die Kante muss noch weg. Das muss weg noch. Dann aber. So vom Ding her. Da muss ich noch ein bisschen raus. Das ist eigentlich so. Mal eins sagen. Breiter ist er. Und wie läuft's so?
Ja. Gott sei Dank war das ein Testversuch. Nein, läuft nicht gut. Läuft gar nicht gut. Ich vermute mal, dass meine schlampige Arbeit bei der Schablone und bei dem Blech mir jetzt ein bisschen zu Verhängnis geworden ist. Kann aber auch sein, dass das Blech sich zu doll verzogen hat. Ja. Hat nicht so gut funktioniert. Aber muss man auch zustehen können. Ich brate jetzt trotzdem mal voll ein. Der Kotflügel ist eh Schrott. Also, wir haben das Auto jetzt nochmal in die Garage gestellt, damit man sich das nochmal bei Licht angucken kann. Oh ja, ey, Digga, ich hab so reingeschissen. Seht selbst. Passiert, oder? Ja, also vom Ding her, ich glaube, dass der Ansatz, wie ich das vorhatte, schon okay war. Ich glaube, dass ich im Endeffekt durch Nachlässigkeit in der Fertigung des Bleches und der Schablone, dass ich damit bestraft wurde. Im Schweißen bin ich jetzt auch nicht der Beste. Und ja, es hat nachher leider alles nicht mehr so gepasst. Aber Gott sei Dank war das ja nur ein Testkotflügel. Und ich meine, breiter ist er. Und theoretisch, wenn man zwei Tuben, also zwei Dosen Spachtelmasse nimmt, würde man das auch irgendwie hinkriegen. Aber ja. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben. Ich werde das bei dem anderen Kotflügel auch nochmal probieren. Und wenn nicht, hole ich mir auf eBay nochmal irgendeinen Kotflügel oder so. Ich will das irgendwie hinkriegen. Übung macht den Meister. Und ja, werde nochmal ein bisschen recherchieren, wie ich das noch anders machen könnte. Und ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt die breiten GFK-Kotflügel von Mücke. Aber wie gesagt, ich wollte das mal probieren. Ich werde es auch noch weiter probieren. Ich werde das auch nochmal machen, weil wie gesagt, Übung macht den Meister. Nur weil es jetzt einmal nicht geklappt hat, sollte man den Kopf nicht hängen lassen, sondern das, was man jetzt daraus gelernt hat, mitnehmen für den nächsten Versuch. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. So, liebe Freunde, ich dachte, ich gebe euch jetzt nochmal ein kurzes Update. Es ist jetzt Sonntagabend. Und ich war jetzt noch ein bisschen fleißig den ganzen Tag, hat mich jetzt doch ein bisschen gefuchst, dass es nicht so geil aussieht. Und habe jetzt nochmal ja, einen Tag damit verbracht, zu spachteln und zu schleifen. Und ja, so vom Ding her bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ist zwar echt eine Menge Spachtel drauf, aber ja, ich wollte das jetzt irgendwie einmal wenigstens so halbwegs schick haben. Ich werde jetzt einmal kurz ein bisschen Grundierung drauf spritzen und dann... oh, ich bin ganz schön dunkel hier. So, ein bisschen Grundierung drauf spritzen und dann werde ich ihn mal rausstellen. Gibt es noch einen kleinen Porn. Ich habe am Auspuff noch was gemacht und hinten ein bisschen Steinschlagschutz. Das seht ihr gleich alles. Also damit verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Macht's gut!